Lassen Sie es einfach. Unsere tägliche Panik gibt uns heute. Nach diesem Motto agiert gerade wieder Karl Lauterbach. Und jetzt will ich etwas ausholen. Im Journalismus gibt es ja einen alten Leitspruch. Der heißt, Hund beißt Mann ist keine Schlagzeile. Mann beißt Hund ist eine Schlagzeile. Und ich bekomme immer wieder Leserzuschriften, die sagen, ja, warum erwähnen Sie das immer wieder, wenn der Lauterbach wieder irgendwelche Dinge sagt, die hanebüchen sind. Einfach ignorieren, meinen die Leser. Ich würde dem zustimmen, wenn Lauterbach ein Privatmann wäre, wenn er nur Arzt wäre, aber er ist Gesundheitsminister. Er hat entscheidenden Einfluss auf die Corona-Politik und deswegen wäre es in meinen Augen fatal, wenn man nicht berichten würde über das, was er macht. Im Gegenteil, man würde sogar sich damit zum Helfer von Karl Lauterbach machen. Menschlich kann ich den Mann ja irgendwie verstehen. Der war Hinterbänkler, der galt als verschroben, hatte seine Skandale mit der Pharmaindustrie, wo man ihm vorwarf, er werde da bezahlt. Also die Karriere sah nicht schlecht aus und dann kam Corona und er wurde zum Star hochgeschrieben, gemacht von den Medien. Und jetzt, wenn Corona nicht mehr das Angstpotenzial hat, das er offenbar gerne hätte, dann sieht das schlecht aus. Was hat er wieder gemacht? Zwei Dinge, beides habe ich auf meiner Seite. Pünktlich zu Ostern, eigentlich einem Fest der Freude, hat er jetzt vor einem Killer-Virus gewarnt, das im Herbst kommen könnte. Er meinte, da bestehe die Gefahr, dass es eine Omikron-Mutation gebe, die so ansteckend sei wie Omikron und so gefährlich wie Delta, wie er das sagt. Das Problem dabei ist nur, andere Virologen schütteln da nur den Kopf. Und zwar der Virologe Steg von der Uni Bonn und der Virologe Schmidt-Hanasit von der Uni Hamburg. Schmidt-Hanasit sagt, das sei unwissenschaftlich, was Lauterbach da macht. Wundert mich auch gar nicht. Ich hätte gar nicht den Anspruch, ihn als Wissenschaftler zu bezeichnen. Und was Schmidt-Hanasit eben auch sagt, dass die Weltgesundheitsorganisation, die ja nun nicht dafür bekannt ist, dass sie verharmlosen würde, selbst sagt, dass so eine Variante, von der Lauterbach spricht, dass die sehr unwahrscheinlich ist und auch es dafür wirklich keine Anhaltspunkte gibt, so Schmidt-Hanasit. Wie traut sich der Gesundheitsminister, so etwas zu machen? Wie geht ihm das von den Lippen, diese Panikmache? Okay, ich verstehe es, dass das bei Lauterbach so ist. Es ist offenbar sein Charakterzug, da geht es ja auch um die Karriere, aber wieso geht ihm das immer noch durch? Das ist für mich unverständlich. Und Steg geht noch weiter. Er sagt, es sei sehr, sehr unwahrscheinlich, weil das eben nicht im Interesse, in Anführungszeichen, vom Virus liegt. Denn das Virus, er vermenschlicht, das hat kein Interesse daran, den Menschen zu töten, sondern es hat ein Interesse daran, dass der Wirt, über den es sich verbreitet, sozusagen fit bleibt. Und darum, so Streeck mit einer Aussage, die man eigentlich schon dann kennt, wenn man kein Virologe ist, weil die einfach heute schon so gut wie Allgemeinwissen ist. Also ich weiß, dass zumindest das Virusvarianten in der Regel, wahrscheinlich gibt es Ausnahmen, ungefährlicher werden aus dem besagten Grund. Nur Lauterbach will das eben nicht wahrhaben, weil es nicht zu seiner Panikmache passt. Anderes Beispiel ist, dass er jetzt einen Tweet hatte, wo er sagte, Deutschland habe die Corona-Zeiten besser überstanden als viele andere Industrieländer, weil die Lebenserwartung nicht so stark gesunken sei wie da. Die Realität ist eine völlig andere. Ich blende Ihnen hier jetzt mal ein Bild ein. Da sehen Sie das. Und da ist es tatsächlich so, dass Deutschland hinter vielen Industrieländern zurückbleibt bei der Lebenserwartung, der Entwicklung der Lebenserwartung. Und gerade bei den Ländern, die eben nicht so eine irre Corona-Politik gemacht haben wie Deutschland. Also Schweden hat hier bessere Ziffern, wie Sie hier sehen. Ja. Verrückt, muss man wirklich sagen, in jederlei Hinsicht. Diese Politik, dieser Gesundheitsminister, den er Oskar Lafontaine als Corona-Heulboje bezeichnete. Man kann eigentlich nur entgegnen mit dem, was ich hier auf dem T-Shirt habe. Ja, Game over, aber damit scheinen sich einige nicht anfreunden zu können. Ganz wichtig,
dass man das aufarbeitet. Und diese Corona-Politik hat ja zu immensen Verwerfungen geführt, zu einer immensen Spaltung in unserer Gesellschaft. Ich habe dazu heute einen Ostertest-Text auf meiner Seite, wo ich das nochmal analysiere, diese sehr, sehr bittere Entwicklung, die von Leuten wie Lauterbach befeuert wird. Ich würde ihn gerne wieder auf der Bundespressekonferenz fragen, da bekommt er jetzt nur noch Pässe zugespielt von Journalisten, die sich offenbar in erster Linie als Hofberichterstatter sehen. Ich hoffe, dass die gerichtlichen Schritte, die jetzt eingeleitet sind, dass die zu Erfolg führen. Vielleicht werden wir diese Woche schon irgendetwas erfahren. Vielen Dank Ihnen allen, die das ermöglichen mit Ihrer Unterstützung, dass ich mich gerichtlich wehre, die diesen Sendebetrieb ermöglichen, denn wir bekommen ja keinen einzigen Cent von der GEZ. Vielen, vielen herzlichen Dank. Frohes Ostern nochmal. Alles Gute. Danke und ciao. Und wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen nervös war heute oder sogar ein schmerzverzerrtes Gesicht hatte, Gott bewahre, dann erzähle ich Ihnen im Nachspann, woran das liegt. Alles Gute. Danke. Ciao. Ja, und jetzt der versprochene Nachspann. Ich könnte Ihnen jetzt ein schockierendes Bild zeigen. Keine Angst, ich mache das nicht. Ich bin mit dem Fuß umgeknickt. Leider nicht das erste Mal. Und jetzt habe ich ein regelrechtes Elefantenbein. Ich hoffe, solange ich sitze, geht das einigermaßen. Und Sie sehen es mir nicht an, dass ich hier im Moment stark gehandicapt bin. Auf jeden Fall ist es so, dass ich im Moment zumindest physisch weder einem Karl Lauterbach noch sonst jemand hinterher laufen könnte, im besten Fall hinterher hinken. Und ich hoffe, das geht bald wieder vorbei. Und ich sage mir, im Vergleich zu dem, was andere mitmachen, ist das ein Kinkerlitzchen und Schwamm drüber. Ich wollte es Ihnen nur als kleine Anekdote am Rande erzählen, absolut nicht als Klage. Alles Gute, danke, frohe Ostern nochmal, schönes Fest. Genießen Sie es mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder mit wem auch immer. Danke, ciao.